Die Malex-TM fragt, darf ich das Video beginnen? Nee. Hi Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Ihr habt mir wieder ein paar nice Fragen gestellt und heute werden die wieder ganz fleißig beantwortet. Also, viel Spaß. Die Ronja Depp fragt, Musik oder Sport? Mit der Musik kann ich ausdrücken, was ich fühle und mit den Vorteilen fühlen, was ich mit der Musik ausgedrückt habe. Gibt das überhaupt Sinn? Jedenfalls kann ich sagen, wenn ich mich für eins der beiden entscheiden müsste, könnte ich mich nicht entscheiden. Hast du Haustiere? In Betracht dessen, hier hätten wir zum Beispiel Chrissys Kaninchen oder unsere Hühner, Mäuse, Laufenten, Gänse, Babykotzen, Katzen, Bonnie. Das ist Bonnie, das ist mein Hund, das ist ein Windhund und er ist ziemlich schnell. Würde ich sagen, nee. Die Celine fragt, für wie viel Geld würdest du deine Haare schneiden? Für 5.627.399.586.377.765.223.23 Euro. Ja, ist gut. Die Elisa Ölschläger fragt, würdest du deine Haare für 100 Euro kurz schneiden lassen? Ja klar, kein Problem. Hier, warte. Nein, Leute, jetzt mal ganz ehrlich. Ich finde so die langen Haare, die brauche ich einfach, weil ohne lange Haare wäre ich nicht mehr Winnie Piano. Das ist so wie ein Winnie ohne Piano. So, wisst ihr? Versteht ihr? Der Sven fragt, was ist deine Augenfarbe? Ich weiß gar nicht so genau. Irgendeine Mischung zwischen Olivgrün-Grau. Schreibt einfach mal in die Kommentare, was das für eine Augenfarbe ist, Leute. Dansquare fragt, lieber ein Jahr lang ohne Handy oder ein Jahr lang keine Backflip-Sachen? Ich denke, ich würde ein Jahr lang kein Handy nehmen, weil ich inzwischen eh schon fast alles mit dem Computer mache. Und ein Jahr lang ohne Backflips würde ungefähr so aussehen. Ein Jahr lang ohne Backflips? Schaffe ich locker. Die abgehobene Winnie-Fanpage fragt, was hältst du von Fanpages? Also ich finde Fanpages persönlich auf jeden Fall mega cool, weil ihr den YouTuber oder wen ihr damit unterstützen wollt, auf jeden Fall mega motiviert. Also bei mir ist es immer so, wenn ich manche Beiträge von euch sehe, das motiviert mich halt mega. Die Sarah Fox schreibt, was ist deine Motivation, nicht mit YouTube aufzuhören? Mit YouTube? Mit YouTube auf... Was ist deine Motivation, nicht mit YouTube aufzuhören? Also wie ich eben schon gesagt habe, eure ganzen Fanpages motivieren mich auf jeden Fall mega. Oder manche nette Kommentare, wo ihr dann einfach schreibt, dass ich weitermachen soll. Oder dass dieses Video halt voll cool ist. Oder die ganzen Likes und einfach eure ganze Unterstützung, das motiviert mich. Auf jeden Fall, euer ganzer Support ist einfach meine Motivation, nicht mit YouTube. Mann! YouTube! Winnie Piano und seine neue Plattform, YouTube. Euer ganzer Support, das ist einfach die Motivation, nicht mit YouTube aufzuhören. Diese Laura fragt, kannst du ein Postfach machen? Also, ich finde es auf jeden Fall richtig cool, ein Postfach zu haben. Und ich habe es mir auch im Internet angeguckt. Es ist echt nicht so schwierig, das einfach einzurichten. Ich glaube, das kostet irgendwie 15 Euro. Und ja, ich werde es auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Ein Winnie Piano-Fan fragt, in welches Tier würdest du dich am liebsten verwandeln? Ich glaube, ich würde mich sogar am liebsten in einen Windhund verwandeln, weil die halt voll schnell sind. Und dann könnte ich auch mit anderen Hunden sprechen. Wartet. Ich werde es einfach ausprobieren. Ich werde jetzt diese Hand, werde ich einfach vor die Kamera halten. Und dann verwandle ich mich in einen Windhund. Seid ihr bereit? 3, 2, 1. Hä? Bin ich hier? Doch leider kann ich nicht zaubern. Die Lena Maria fragt, hast du noch YouTube-Ziele für dieses Jahr? Ja Leute, auf jeden Fall habe ich noch YouTube-Ziele für dieses Jahr. Ich will erstmal die 10.000 Abonnenten dieses Jahr noch knacken. Und ich habe für die nächste Zeit sehr viele Videos geplant, also seid einfach gespannt. Und ich hoffe, eure Glocke ist aktiv. Jo Leute, das war's auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Und jo, bis zum nächsten Mal. Ciao. Oh, Moment. Ich habe noch eine Frage reinbekommen. Melinas Kind fragt, darf ich das Video beenden? Nee.